Dr. Daniela Sommer, Mitglied des Hessischen Landtags in der SPD, dafür zuständig für Wissenschaft und Kunst. Und dazu gehören natürlich auch die Schausteller. Wir hatten heute einen Termin hier in Frankenberg, nachdem es innerhalb der Stadtverordnetenversammlung zu einem Prüfantrag gekommen ist, man möge doch den Pfingstmarkt in Zukunft selber übernehmen. Das geht gar nicht, ne? Nein, das geht eigentlich gar nicht. Also es gibt die HGU und nach der dürfen eigentlich Gemeinden das nicht machen, wenn das Dritte auch können. Das ist der Paragraph 121 Absatz 3. Wenn man sich den anschaut, dann müsste man eigentlich schon wissen, dass dieser Antrag obsolet ist. Jetzt verdrahtet man eher die SPD mit Verstaatlichung oder staatlichen Aufgaben, aber diesmal kommt es aus einer ganz anderen Ecke von Parteien, die eigentlich immer sagen, der Staat ist ein schlechter Unternehmer, bitte so viel wie möglich privat. Ja, das stimmt, das wundert uns auch sehr, weil erstens dieses Argument stimmt und zweitens stimmt es natürlich auch, dass die CDU eigentlich immer auf Tradition sich beruft und jetzt eine über 60-jährige gewachsene Tradition einfach prüfen will, ob das noch so ist. Da muss sich dann derjenige, der das macht, fragen, habe ich Fehler gemacht? Und ich kann Ihnen sagen, nein, Familie Wagner als Veranstaltungsbüro hat keine Fehler gemacht, sondern er hat immer alles zu vollsten Zufriedenheit gemacht. Wir feiern den Pfingstmarkt gerne und wir sind froh, dass die Familie Wagner die Netzwerke, ihre Kompetenz und ihre Zuständigkeit dafür der Stadt zur Verfügung stellt. Das ist für uns ein Glücksgriff. Jetzt gehen wir ja auf die Sommerpause zu, auch im Landtag. Ja. Wäre so ein Fall wie Frankenberg auch eine Diskussion im Landtag wert? Also momentan diskutieren wir tatsächlich auch über Schausteller. Wir haben aktuell einen Antrag eingebracht. Alle wissen, glaube ich, dass gerade die Schausteller durch die Corona-Pandemie sehr gebeutelt worden sind, weil eben die Volksfeste nicht stattgefunden haben. Und wir wollen einen guten Neustart für alle Schaustellerinnen und Schausteller, damit wir den Pfingstmarkt auch in Frankenberg nächstes Jahr feiern können. Deswegen diskutieren wir auch über solche Fragestellungen im Landtag. Vielen Dank. Bitteschön.